Und eins noch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Ihre Tauchlizenz eine Fälschung ist. Das Siegel geht schon fast so ab. Außerdem ist das Ding mit verdächtig vielen Tippfehlern übersät. Erklärt Ihr komisches Verhalten, was Sie wohl noch verbirgt. Genau. Immerhin haben wir ein Druckmittel, wenn sie mal wieder mit diesen Vorschriften daherkommt. Die Anwälte meines Vaters würden das lieben. Okay, ich stell dann mal die Kreislaufgeräte ein. Den Rest machen wir dann am Ende zusammen. Cool. Schrei, wenn's soweit ist. Nur hat eine geile Einstellung zu Geld dafür, dass sie Kohle hat. Finde ich fair. Ich bin fast fertig. Cool. Hey Jungs, Flaschen bereit. Hoch die. Okay, also. Das ist das Kreislaufgerät. Viel cooler als normale Atemgeräte. Das Ding nimmt all das CO2, das du sonst ins Wasser bläst, und bereitet es wieder auf. Und verringert beim Auftauchen die Dekompressionszeit. Echt klasse. Wow, hört sich gut an. Okay, O2-Check fertig. Wow, 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 immer mit der Ruhe. Check erstmal dein O2. Danke für deine Hilfe. Oh, hey, Leute! Was, Gott, warum schreist du so? Hatte ich fast vergessen. Auf der Tauchkamera habe ich dieses Riesenloch am Heck gesehen. Babum! Da geht's in den Flieger. Oh, ganz gut, Mann. Danke, Conrad. Super. Okay, ihr Clownfische. Ich guck mal, was Fliss gerade so treibt. Benimm dich, Conny. Obermaßgefälligkeit. Du filmst, ich sag, wo es lang geht. Machen wir ein Vorherfoto. Bald sind wir allein. Und es wird super. Ganz wichtig. Sofort, Kinder, ab die Post. Und vergesst bitte die Regeln nicht. Hab den Bangstick. Das habe ich schon gehört. Aha. Schon mal benutzt? Gegen Haie? Nö. Na, da bin ich auch mal gespannt, wie das endet. Ich versuche auf jeden Fall, weil es hier um Zwischenmenschliches geht, so einigermaßen den Kurs zu fahren, dass wir alle cool miteinander sind und vernünftig miteinander umgehen. Gerade wenn ich mal vermute, dass es hier nicht so positiv oder gut ausgeht, weil wieder irgendwelche Übersinnlichen oder Zombies im Spiel sind, macht es schon Sinn, zusammenzuhalten. So. Da ist ein Hai. Schade, dass Fliss so verklemmt ist. Sie tut ja, als wollten wir das Flugzeug plündern. Hey, ein Souvenir wäre cool. Ein klitzekleines Etwas tut doch bestimmt niemandem weh. Das bleibt unser Geheimnis. Das Wrack wird ja auch nicht täglich überprüft. Da. Diese Form. Das muss es sein. Oh, ho, ho. Das ist ja viel größer, als ich dachte. Das sieht aber ganz cool aus unter Wasser. Ziemlich unbeschädigt. Das ist ein sensationeller Fund. Suchen wir nach einem Weg ins Innere. Hey da, Captain. Kleines Bier mit dem ersten Offizier. Du bist nicht mein erster Offizier. Zweiter Offizier. Nein. Alles fit, Schiffsjunge? Immer noch nein. Dein spendabler, gut aussehender Kunde bittet darum, ein goldenes, kühles Gebräu mit dir genießen zu dürfen. Klar, warum nicht? Klar, warum nicht? Denkt daran, Leute, zusammenhalten. Das Leben wird nicht einfacher. Nettes Boot hast du hier. Wie bezahlt man sowas? Du weißt, dass man eine Lady nie nach Geld fragt. Okay. Ich kaufe mir nur bald selbst ein Boot und dachte, du hast vielleicht Tipps für mich. Es wäre mir eine Freude, dich um dein Geld zu erleichtern. Oh. Weißt du was? Ich sorge lieber dafür, dass die Duke of Milan nicht auseinanderfällt. Ei, ei. Das wäre ja auch schrecklich, wenn die es jetzt tut. Zumal ja... Wetter ist gut. Nichts gerade passiert. Die Wolken gefallen mir gar nicht. Oh oh. Jetzt wird's ganz schön voll hier.
Hallo, mein kleiner Freund. Was willst du bloß hier draußen? Ist da ein U-Boot oder was ist da? Gehen wir mal nach unten. Wie läuft's? Umgehauen von einem Bier. Mann, ich bin eine Lusche. Hey, du bist im Urlaub. Übertreiben gehört dazu. Ich gründe jetzt den Club der Zurückhaltung. Bin schon Mitglied. Auf Lebenszeit. Hoffentlich amüsieren sich die Turteltauben da unten. Was weißt du über dieses Wrack? Gerüchte und Theorien. Ich hatte die Spekulation satt und wollte sehen, ob hier wirklich etwas ist. Okay. Und das Interesse an Geschichte? In der Schule davon gelesen. Und dann habe ich gehört, mein Opa war in der Navy und hat jede Menge Orden. Ich wollte wissen, was er alles so erlebt hat. So hat's angefangen. Mit alten Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg kannst du echt diese Wracks finden? Ja, als sie nach den Wracks tauchten, war mir klar, dass ich ihnen helfen kann. Ich weiß viel über Flugrouten und Frachtrouten. Und das kann man kombinieren. No. Alex und Julia sind schon sehr oft getaucht, aber das hier, das Flugzeug ist echt der Hammer. Ich muss wieder rauf. Dann bis später. So, gehen wir mal hier in die Kabine und ein bisschen schnüffeln. Nee, die Richtung war sogar richtig. So, gucken, was sie sieht. Warum behalte ich die bloß? Jetzt gucken wir uns doch mal das andere Bild an. Komisch, da sieht sie nichts. Dann gehen wir mal nach oben. Und reden mal hier mit dem Onkel. Hey, alles senkrecht? Du scheinst deine Auszeit ja in vollen Zügen zu genießen. Ich habe viele Talente. Und du steckst hier fest? Ganz allein. Hey, ich dachte, warum da unten im Dunkeln rumstrampeln, wenn die Aussicht hier so gut ist? Oh. Ich muss auf die Taucher achten, aber das hier können wir später gern noch weiter fortsetzen. Privat und mit meiner vollen Aufmerksamkeit. Privat. Du, ich, wir zwei ganz allein in einer heißen und tiefgründigen Debatte? Arschloch. Da versucht sie es mal, ne? Und ja, ich kann hier gar nichts machen. Das heißt, ich kann mit dem Typen hier... Hallo, mein Captain. ...weiterreden. Kann ich was für dich tun? Da fällt mir bestimmt was ein. No. Und was? Vielleicht später, wenn du ganz brav bist. Okay. Wow, das ist kein normales Wrack. Hoffentlich kriege ich deswegen keinen Ärger. Oh, wer kommt da denn an? Was wollen Sie? Kein Boot der Küstenwache. Wir gehen nicht in den Knast. Was machen wir jetzt? Wir?
machen gar nichts. Genau, sie regelt das. Ich bin der Captain. Sei still und lass mich reden. Verstanden? Ja, wir halten schon den Mund. Wir haben es verstanden. Nicht so nah ran, Leute. Wir haben Taucher im Wasser. Ah, die sind aber gefahren. Das ist die Küstenwache. Die fahren ja wie die letzten Honks. Hey, das Boot ist kaputt, siehst du? Unser Boot! Das regeln wir schon, Mann. Ist kein Problem. Was meinst du, würden 10 Mäuse reichen? Mein Fehler. Sagen wir 20. Oh Mist, meinst du doch eher 30? Krieg ich noch hin? Okay, Jungs, ihr könnt... Alter, verärgern den Typen nicht. Hier, nehmt einfach den ganzen Pott. Naja. So würde ich mit dir nicht reden. Ja, das Wrack ist schon sehr spannend. Würde mich auch interessieren, was da drin ist. Oh, ist gar noch leicht. Und skelettiert. Und ein Schussloch im Kopf. Conrad hat was von einer Öffnung gesagt. Eine Luke, da kommen wir durch. Alter, das muss wirklich ein Riesenflugzeug sein. Oh. Ach, Mist. Scheiße. Da habe ich nicht aufgepasst. Vorsicht. Kann gefährlich sein. Mann, Mann, Mann. Ladies first. Ich will nur mal kurz anmerken. Heilige Scheiße, Alex, wir haben es geschafft. Ist doch unglaublich. Ein Traum wird wahr. Sehen wir uns doch lieber etwas um. Los, los, los. Oh. Ich finde mal, die Bilder, die Sie sehen, sind nicht gerade gut. Ist hier irgendwo noch was? Nö. Okay, dann schwimmen wir mal hinterher. Julia, stopp! Da passt du nur ohne Tauchgerät rein. Zu riskant. Das Rohr ist ziemlich eng. Wenn du ohne Kreislaufgerät stecken bleibst... Dann haben wir ein Problem. Ist vielleicht zu gefährlich. Ja, auf jeden Fall. Das, ich habe nämlich keinen Bock hier auf irgendeine Action, dass die alte mir hier ständig ertrinkt und ich hier nicht weiterkomme. Das wollen wir auf jeden Fall nicht. Einschusslöcher. Der ganze Rumpf durchsiebt. Brad flippt noch aus, wenn er das sieht. Alter, wie groß ist denn dieses Flugzeug? Sieh mal. Im Bombengestell hängen Rettungsboote. Interessant. Eins von den Rettungsbooten fehlt. Ob sie es benutzt haben? Mal sehen, was es sonst noch gibt. Mein Gott! Von seiner Frau, oder von seinem Sohn? Wow. Was ist hier nur passiert? Ich denke, sie wussten um ihr Ende. Er hält was fest?
Er hält was fest? So. Festhalten und gucken wir mal, ob wir das drehen können. Nö. Soweit uninteressant. Es gibt ja eigentlich weiter nichts hier. Da war noch was. Ach ja, das Bild. Die Vision hat sie ja schon gehabt. Also ich denke ja mal, dass wir jetzt zurück können. Oder müssen wir da bleiben? Und doch noch irgendwas lösen oder rätseln oder wie auch immer. Scheiße, ich werd's riskieren. Oh oh, das fehlt mir noch. Also wenn die da wieder jetzt lebend rauskommt. Oh. Übel, übel. Alter. Haben wir Glück gehabt. Ach du Scheiße. Ich wusste doch, dass wieder irgendwas passiert, was nicht in Ordnung ist. Ah, gut, gut, gut. Er hat mitgedacht. Bau hier unten Scheiße und das war's. Eine Chance, kapiert? Ganz ruhig. Mir geht's gut. No problemo. Suche läuft. Durchsuchtes Gebiet. Sauber. Durchsuche 2. Sauber. 3. Sauber. Okay. Das war eine Rettungsmission. Oh, jetzt fällt das Wrack auseinander. Wir müssen hier raus, jetzt! Ui, ui, ui. Oh Gott, Alex! Jetzt kommen noch die Haie, ey. Das ist ein grauer Riffhai. Kein Interesse an uns. Komm schon. Okay, er kennt sich wenigstens aus, das ist ja schon mal was. Okay. Was machst du? Warum das Gezappel? Ich weiß nicht wie. Ich wollte dich was fragen, aber jetzt ist es gerade schlecht. Was ist denn mit dir los? Nichts. Nichts, nur... Der Gedanke an einen grausamen und sinnlosen Tod hat mich doch etwas mitgenommen. Ist doch jetzt egal. Lass uns wieder auftauchen. Mann, Alex. Du bist ja schlimmer dran als das Flugzeug, das da gerade über uns zusammengefallen ist. Etwas Mitleid, okay? Ja. Komm schon. Wir müssen jetzt echt nach oben. Fliss, hier Julia. Wir kommen rauf. Over. Wo kommt das andere Boot her? Gerade warum fährt es jetzt weg? Gucken, was so oben passiert ist.
Warte. Julia, erst die Dekompression. Ach du Scheiße. Scheiße. Was zum Teufel? Wir müssen da rauf. Warte, die Dekompression. Verdammt, stimmt ja. Die Dekompression. Er hat ja vorausgesehen, dass sein Bruder mit dem Schiff untergeht. Ich hoffe, er kann ihn retten. Scheiße, ich geh hoch. Hey, was zum Teufel ist hier los? Hey JJ, keine Panik. Ach, das war ein Grill, oder wie?